Zum Start des Bürgerdialogs ist jetzt hier bei uns am Potsdamer Platz Manuela Schwesig, Sozialministerin in Mecklenburg-Vorpommern. Sie ist im Rahmen des Bürgerdialogs Expertin für Kinder und Familie, hatte schon die Gelegenheit, mit einigen Bürgern zu sprechen, hat auch schon ein paar Karten hier verteilt. Manuela, wie ist dein erster Eindruck hier am Potsdamer Platz? Wie wird die Aktion angenommen? Die Aktion wird gut angenommen, trotz des ungemütlichen Herbstwetters. Und ich habe mich besonders gefreut, dass gerade junge Frauen extra zu dem Termin hergekommen sind und mir nochmal Vorschläge in die Hand gedrückt haben, sogar schon in Buchform. Denen geht es vor allem um das große Thema Chancengerechtigkeit in der Bildung für Kinder und Jugendliche. Und das ist natürlich auch ein Herzensanliegen von mir. Und deshalb freue ich mich, wenn man auf Themen trifft, wo man sagt, okay, da müssen wir gemeinsam was machen. Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Was sind so die häufigst gestellten Fragen, beziehungsweise wie ist da deine Einschätzung, welches Themengebiet beschäftigt die Menschen am meisten? Du hast gerade schon ein Beispiel genannt. Also egal, ob jung oder alt, die Leute sagen, ihr müsst was für Kinder tun und ihr müsst vor allem was dafür tun, dass sie Zukunftschancen haben. Ihr müsst in ihre Bildung investieren, in ihre Köpfe und Herzen. Und da ist natürlich das Thema gute Kita-Plätze überall, aber vor allem auch gute Qualität, Ganztagsschulen, damit wirklich Kinder von Anfang an gute Chancen haben und natürlich auch Vereinbarkeit Beruf und Familie gesichert wird. Und deswegen wird viel unser Konzept unterstützt, in Kitas zu investieren und nicht in ein unsinniges Betreuungsgeld. Das Themenfeld Kinder und Familie ist ja ein sehr weites Feld. Du hast gerade eben den Fokus auf die Kinderbetreuung gelegt. Was glaubst du, welche Fragen müssen auf diesem Themengebiet auch noch dringend geklärt werden? Neben dem Thema Kinderbetreuung setzen wir auf ein faires Kindergeld. Das heißt, dass gerade Familien, die ein kleineres Einkommen haben, besser unterstützt werden. Und wir setzen vor allem auch darauf, dass Familien, die pflegebedürftige Angehörige haben, zukünftig mehr Unterstützung bekommen. Gerade das Thema Pflege ist ein großes Thema und das spielt für Familien eine große Rolle und da sind wir dran. Vielen Dank, Manuela Schwesig.